Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video. Und heute sind so viele wundervolle Pokémon am Start und das will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Heute die lang ersehnte Berlin-Episode. Ich war erst für 2 Tage in Berlin und das war vor 1-2 Wochen oder so, aber heute ist es endlich mal soweit. Ich zeige euch meine Pokémon, die wir gefangen haben, und wir starten mit einem 492er Shigi, was ich nicht aufgenommen habe. Ja, ich kann euch kurz die Story erklären. Natürlich bitter, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet, wie ich es gefangen habe. Ich habe es auch noch nicht gefangen, denn ich war gerade auf Klo und mein Bruder hatte dann mein Handy in der Hand und auf einmal taucht da ein Shigi auf und er wusste natürlich nicht, wie man das Ganze aufnimmt. Hat es dann wenigstens gefangen. Das ist schon mal das Gute, weil ihr wisst ja, bei mir und Shigi, er geht eigentlich immer weg, und hat es dann tatsächlich für mich gefangen. Korrekte Sache, leider konntet ihr jetzt nicht sehen, wie er es gefangen hat, aber ist ja auch egal. Das 492er Shigi ist am Start und ja, wie gesagt, heute gibt es mal die kleine Berlin-Episode mit richtig vielen geilen Pokémon. Auch das ein oder andere Anfangs-Pokémon ist dabei. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da für mehr Pokémon Go Videos und auch, ja, morgen vielleicht dann schon das nächste Egg-Opening mit 10 Kilometer Eiern. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es, vielleicht nicht, keine Ahnung. Lasst mich auf jeden Fall einfach überraschen. Was rede ich hier eigentlich? Pokémon Feuerrot und so weiter. Ja, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt noch bringen soll, denn keine Ahnung, ist jetzt schon von ein paar gefragt, aber jetzt auch nicht so von so vielen. Deswegen lasst es mich einfach nochmal wissen. Ich kann auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Episode raushauen, falls ihr da wirklich übelst Bock drauf habt. Denn ich habe Bock drauf, aber sonst spielt das einfach privat. Haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare und natürlich auch, auf welchem Level ihr jetzt aktuell seid. Denn die Gamescom, die ist ja jetzt auch vorbei. Ich war ja 5 Tage auf der Gamescom und da hatte ich wirklich nicht viel Zeit für Pokémon Go irgendwie was zu zocken oder so. Vulpix auf 54 haben wir jetzt erstmal hier im Pokédex eingetragen. Richtig nices Pokémon natürlich. Und schreibt es auf jeden Fall mal rein. 5 Tage, wie gesagt, habe ich nicht mehr Pokémon richtig gezockt und das ist natürlich nicht gut. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Ich habe Bock drauf und deswegen können wir auch morgen oder übermorgen auf jeden Fall wieder ein Egg-Opening machen. Das kommt bei euch ja unnormal krank an. Jetzt war das nächste Anfangs-Pokémon am Start und mir ist aufgefallen, je länger man das Handy einfach in der Hand hält, je länger man Pokémon Go auf hat, desto bessere Pokémon kommen auch. Und jetzt war das nächste Shigi dabei. Nicht nur das 492er, was wir eben schon gefangen haben. Das 286er wollte ich natürlich unbedingt haben mit dem Hyperball. Und ihr wisst es, diesmal konnte ich versuchen, das Shigi zu fangen. Und es hat wirklich wieder nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ich schwör's euch, wenn ich versuche, dieses Shigi zu fangen, es haut immer ab. Egal, ob ich eine Himmibäre gebe, 5000 Himmibären, egal, ob ich einen Hyperball einsetze oder einen Superball, ist es egal, oder Pokéball, er haut einfach immer ab. Guck mal, mein Bruder hat ihn gefangen auf meinem Account, aber da war ich ja nicht da. Und deswegen, keine Ahnung, Shigi, er mag mich einfach nicht, aber egal. Wir haben ihn leider wieder nicht bekommen. Das wäre einfach zu fresh gewesen, wenn wir 2 in einer Episode hätten, aber leider ist der ausgebrochen. Aber immerhin habe ich es euch wenigstens gezeigt, dass ich auch nicht immer Glück habe, und deswegen haben wir dieses Shigi leider nicht bekommen. Egal, wir haben das höhere gefangen und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, halb so wild. Evoli jetzt auch noch bekommen, also gibt es auch ordentlich in Berlin. Schreibt mal rein, wo ihr wohnt, wenn ihr, was mich jetzt interessiert, wenn ihr auf dem Dorf wohnt, ob ihr da überhaupt Chancen habt, richtig gute Pokémon zu fangen. Ich glaube da jetzt nicht so wirklich dran, aber ja, ihr könnt es ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ich war jetzt, oder ich wohne ja in Hamburg, und in Berlin waren jetzt frische Pokémon, aber ich sag mal so, Berlin-Hamburg, das unterscheidet sich jetzt nicht wirklich. Außer dieses Vulpix. Ich glaube, das gibt es nur in Berlin. Das war jetzt das 2. Mal, dass wir hier die Chance hatten, einen Vulpix zu fangen auf 439. Das erste war nur auf 454 und das nächste hier, das war schon ein bisschen höher und da wollte ich auf jeden Fall unbedingt das haben. Mit dem Hyperball habe ich es versucht und ja, ob es geklappt hat, das werden wir gleich sehen. Ne, zumindest ist mir so aufgefallen, wenn ich direkt die Pokémon Go App starte, dass da wirklich immer nur scheiß Pokémon kommen. Erstmal nur Radfra, Zornlius und sonst was, aber wenn du dann halt eine Stunde unterwegs bist, eine Stunde oder so das Handy anhast, dass dann irgendwann wirklich auch mal gute Pokémon kommen oder dann auch wirklich nur noch gute. Ob das vielleicht nur, keine Ahnung, Einbildung ist oder sonst was, weiß ich nicht. Aber könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare hauen. Das würde mich interessieren. Ich habe ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt hier kein Pokémon Go Pro. Ich spiele es einfach mal nur aus Fun, weil ich früher halt immer Pokémon gespielt habe. Aber wer sich da jetzt richtig gut auskennt, der kann es ja auf jeden Fall mal reinschreiben. Flakmon haben wir gefangen. Das Vulpix von eben natürlich auch. Und es ist nicht abgehauen wie unser Shigi. Jetzt
jetzt als nächstes wieder eine Weiterentwicklung, und zwar Hypno, natürlich von Traumato, die letzte Entwicklung, die zweite. Es gibt ja nur eine, sage ich mal, von Traumato, und ja, das Problem ist halt bei Weiterentwicklung, die ziehen einfach wirklich so viele Bälle, und auf 519 fängst du halt auch ein Traumato, und das war natürlich dann nicht so ganz besonders. Das war jetzt aber schon eher besonders, und zwar das Golbat auf 1032. Ich hatte noch nie ein 1000er plus WP-Pokémon, was ich fangen konnte, denn ich bin ja jetzt da auf 20 oder so gewesen, und das war schon ein Highlight. Ich habe so viel versucht, ich habe so viele Hyperbälle da eingesetzt, wir haben ihn nicht gefangen. Ich habe ungelogen wirklich 10 Minuten daran verbraucht, Pokébälle, sag ich mal, aus dem Fenster zu schmeißen. Ich habe alles versucht, dieses scheiß Golbat zu fangen. Es ist auch immer weiter nach oben gegangen. Irgendwann konnte ich das richtig nicht mehr fangen, keine Ahnung. Ich musste da wirklich so ziehen, dass ich da ganz nach hinten komme. Aber er hat einfach die ganze Zeit unsere Bälle gefressen, und das seht ihr hier, sogar unsere Hyperbälle, als wäre es irgendein Pokéball. Nein, ich habe einfach ungelogen fast meine ganzen Hyperbälle an den verschwendet. Alle meinten schon, hör mal auf jetzt den Typen zu fangen, weil ich da die ganze Zeit fixiert drauf war, und dann habe ich es halt jetzt mit dem Superball probiert, denn ich hatte nur noch 5 Hyperbälle oder so, und das war mir dann irgendwann doch ein bisschen zu viel, und keine Ahnung, irgendwie hat es dann tatsächlich doch mit dem Superball hingehauen, und ich war richtig hyped jetzt, weil ich ihn gefangen habe auf seine Attacken, und guckt es euch an, er hat 9 Flügelschlag und Witschnitt 30, davon 4 Stück. Ist natürlich nicht so heftig gewesen. Also da war ich dann ein bisschen durch. Der hat mir erstens die Bälle gefressen, und zweitens bringt er jetzt nicht viel für Arena-Kämpfe. Vielleicht mache ich auch mal so ein Arena-Kampf-Video, wo ich live dann rausgehe oder so und dann mal was versuche einzunehmen. Und jetzt war es soweit. Endlich, nach so langer Zeit, ein Anfangs-Pokémon außer Shiggy, und zwar Bisasam auf WP 428. Es war einfach da. Es war auf einmal da. Und das muss ich sagen, das Bisasam war nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Und ich wollte es natürlich unbedingt haben. Hyperball direkt aktiviert. Aber natürlich sind die Anfangs-Pokémon immer, sage ich mal, Krise zu fangen, kritisch zu fangen, und es ist einfach ausgewichen, ja, es ist einfach die ganze Zeit wieder rausgegangen, und ich hatte schon wieder Paranoia, funktioniert das wieder nicht, wird das wieder ein Shiggy 2.0 sein, das Bisasam, was endlich mal auftaucht. Wie gesagt, ich habe noch kein Bisasam, ich habe noch kein Glumanda, ich habe nur Shiggy und Pikachu, ein Pikachu habe ich noch, aber den Rest habe ich nur Shiggys, und deswegen war ich da so angespannt, wollte Bisasam endlich fangen, und es hat funktioniert. Es hat funktioniert mit dem Hyperball. Ich hatte jedes Mal Angst, als es rausgegangen ist, dass es jetzt abhaut. Aber nein, Bisasam ist endlich in unserem Squad auf 428. Richtig nice. Da habe ich mich gefreut, und da war dann alles vorbei. Da konnte mir der ganze andere Scheiß eigentlich auf den Sack gehen. Ob ich jetzt Hornlius oder was weiß ich en masse fange, ist mir eigentlich egal. Taubsieg, keine Ahnung. Tauboss jetzt hier auf 400 irgendwas. Warum ein Tauboss auf 400? Warum habe ich es überhaupt gefangen? Ja, egal, ich glaube, ich habe es einfach, ja, ich habe es mit einem Pokéball gefangen. Ich dachte mir, ja, wirst du einfach ein paar, 1, 2, 3 Pokébälle, und dann wird das schon. Tentacha haben wir jetzt auch noch hier gefangen. Das sieht gut aus, denn bald können wir eine Entwicklung starten zu Tentoxa. Und Tentoxa ist, glaube ich, nicht das schlechteste Pokémon. Nein, früher zumindest hatte ich da auf jeden Fall Respekt vor. Keine Ahnung, vielleicht weil es aussah oder weil es eine Qualle ist. Ich weiß es nicht. Und jetzt das nächste Anfangs-Pokémon. Die Weiterentwicklung von Shiggy, Shillock. Jetzt hier auch nochmal. Und diesmal durch ein Lock-Modul. Und Lockmodule sind bei mir eigentlich immer schlecht gewesen, aber hier war es dann soweit. Das war auch noch in Berlin, ich weiß nicht, auch die Stadt der Shiggys wahrscheinlich und Shillocks. Und es ist natürlich lower als unser Shiggy ganz am Anfang von 492, aber ich meine eine Weiterentwicklung, 462er Shillock. Den musst du auf jeden Fall mal fangen, den musst du in deinem Squad haben, und deswegen habe ich da alles versucht. Ich dachte schon wieder, okay, das eine Shiggy ist schon wieder abgehauen. Ich versuche es nochmal, vielleicht die Weiterentwicklung. Vor, glaube ich, 1-2 Wochen oder sowas hatte ich schon mal die Chance, Shillock zu fangen, und der ist auch abgehauen. Und ihr seht es, er bricht einfach durchgehend aus. Ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist, ich weiß nicht. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern. Ich war, Digga, ich war durch, ne? Vor allem, weil wir das eine Shiggy nicht gefangen haben. Je mehr, ne, desto besser. Turtok will ich auch irgendwann besitzen. Und dann war es endlich soweit. Wir haben es gefangen, das Shillock. Und es wurde natürlich dann erstmal im Pokédex registriert. 462, nicht das Beste. Aber ich sag mal, haben oder nicht haben. Und Shillock muss man, Anfangs-Pokémon musst du einfach fangen. Und das heißt, das Einzige, was uns noch fehlt, ist unser gutes altes Glumanda.
Ich weiß nicht, der versteckt sich überall, aber auf jeden Fall nicht bei mir. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht am Start gewesen. Dann wieder im Lockmodul. Das war genau die gleiche Stelle. Ein Ammonitas, das Fossil mit der seltensten Pokémon überhaupt. Und es war leider nur auf 15. Alle, die auf 20, auf Level 20 plus waren bei mir, also in der Familie, haben ein 15er Ammonitas bekommen. Mein Bruder war auf 15 oder so und hat einen 500er bekommen. Alles klar, die Logik von Pokémon Go, die will mal einer verstehen. Habe ich nicht verstanden, aber egal, Ammonitas werden wir wahrscheinlich eh nie entwickeln können, weil das, glaube ich, mehr Glück als Verstand war, dass es überhaupt gekommen ist. Und dann zum Schluss gab es hier noch ein Evoli. Also was für eine Episode, Bisasam, zweimal Shiggy, eins nicht davon gefangen, Shillock, Evoli, immer am Start, Vulpix. Ja, keine Ahnung, was willst du mehr? Das war eine erfolgreiche Episode aus Berlin. Das Einzige, was nicht in Berlin war, war das Bisasam. Aber ansonsten kann man da, denke ich, richtig zufrieden sein. Das war's mit unserem Pokémon Go Video. Checkt auf jeden Fall mal in der Beschreibung ab. Da gibt's auch Pokémon Sachen zu kaufen für Pokémon Go. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis morgen wahrscheinlich zum Egg Opening. Und macht's gut.